Eine ganze Stunde dauerte Peter Fechters Todeskampf, bis er an der Mauer in der Zimmerstraße jämmerlich verblutete. Anlässlich seines 50. Todestages erinnerte Klaus Wowereit am Freitag in der Kapelle der Versöhnung an den damals 18-Jährigen, der bei seinem Fluchtversuch in den Westen von DDR-Grenzsoldaten niedergeschossen wurde. Wenn wir die Bilder darüber sehen, dann sehen wir, wie unmenschlich dieses DDR-Regime war, wie er über einen sehr langen Zeitraum ohne Hilfe verblutet ist unter den Augen von vielen Menschen. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion über den Wert der Freiheit zwischen dem regierenden Bürgermeister und drei Schulklassen wurde auch ein Dokumentarfilm von Wolfgang Schön vorgestellt. Dieser verarbeitet nicht nur den Tod Fechters, sondern auch die Konsequenzen des missglückten Fluchtversuchs für die gesamte Familie. Berufsverbote für die Schwestern, Berufsverbote für die nächsten Angehörigen. Die Mutter ist kurz nach der Maueröffnung, ein Jahr später, gestorben. Der Vater ist sehr schnell nach dem Tod von dem einzigen Sohn vor Verbitterung gestorben. Die am Freitag am Fenster des Gedenkens und in der Zimmerstraße niedergelegten Blumen stehen für all das Leid der Familie Fechter. Aber vor allem erinnern sie an den Sohn und Bruder, getötet, einen Steinwurf und 27 Jahre von der ersehnten Freiheit entfernt.